Hey ho! Ja, wie ihr seht, einmal Dauermüllsendung, das heißt, es gibt einen aufgebraucht. Und ihr seht mich mit meiner niegelnagelneuen Brille. Ja, ich war mal wieder beim Optiker. Ich trage die jetzt heute tatsächlich, also ich habe sie gestern geholt und trage die heute den ganzen Tag mal Probe, denn ich habe das Gefühl, ich hätte einen Tee. Und ich will jetzt mal gucken, weil bei meinem linken Auge, das ist sozusagen mein Arschlochauge. Habt ihr auch so ein Arschlochauge? Hm? Das ist nämlich die faule Sau von beiden. Ne? Team, toll, ein anderer macht's. Das ist das Motto meines linken Auges. Da hat sich nämlich in Sachen Hornhautverkrümmung einiges getan. Und jetzt habe ich da ein... Zylinderglas mit drin. Und da will ich jetzt mal gucken, also es kann natürlich sein, deswegen teste ich es jetzt heute mal einen Tag, und der hat heute Nachmittag eh nicht auf, ob sich mein Auge daran gewöhnt. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so. Ach, das spiegelt. Ich bleib hier unten, ne? Hier, so geht's. Ja, wir müssen jetzt gucken, also ich muss jetzt gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. So, die Brille an sich gefällt mir gut. Ja. Mal gucken, wie das wird im Laufe des Tages. Ansonsten fahre ich da morgen mal hin und sage, ja. Beim Friseur war ich auch. Der Ansatz wurde so ein bisschen, also da haben wir so Strähnchen reingezogen, dass das nicht so ganz knallhart auffällt, und ein bisschen geschnitten und bla. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir machen jetzt einen Aufgebraucht. Ich habe mich bewaffnet mit, passend zur Jahreszeit, ne, einem Karamell Latte Macchiato, denn wir haben eine Tassimo für Ume bekommen und da war das dabei. Und natürlich, lieber Alex, nein, meine Heizplatte, ne? Ne? Damit der schön warm bleibt. Schön warm und geschmeidig, das Gerät. Ja. Steht jetzt hier, ich habe dafür den halben Tisch freigeholt. So. Ich würde sagen, ihr holt euch auch was zu trinken, was zu essen, keine Ahnung, Schnitzel mit Pommes, es wird länger. es wird länger. Ich habe nämlich geguckt. Ich schreibe ja jetzt immer alles auf, was ich aufgebraucht habe. Und das letzte Mal aufgeschrieben habe ich im... Boah, das spiegelt echt extrem. Es tut mir sehr leid. Da müsst ihr jetzt durch, ne? Das letzte Mal aufgeschrieben habe ich im April. Und mein letztes aufgebraucht war ja sozusagen so ein bisschen eine Computerleiche. War ja ein bisschen länger auf dem PC, als ich es hochgeladen habe. Ja, April habe ich das letzte Mal aufgeschrieben. Wir haben Juli, für die, die irgendwie die Zeit verloren haben, Zeitgefühl verloren haben. Wir haben Juli. Da ist einiges. Gut, ich würde sagen, wir starten mit den großen Dingen, wie immer, ihr wisst. Und irgendwann ist ausgelaufen. Das ist nämlich Sutsch auf dem Boden. Das ist geil. Beim Aufschreiben, ich lege mir das hier immer dann alles hier auf den Boden. Und dann fange ich da an, das sieht hier dann immer aus, ne? Naja. Wie im DM Endlager. Fünfmal diese Taschentücherboxen von Sanft und Soft und Sicher. Sanft, Soft und Sicher. Taschentücher Classic, die sind immer im Bad. Es ist halt Allergie, wa? Also mein Männe, Allergie. Ciao. Dann andere Seite. Habe ich zweimal hier. Diese Dinger, das sind die, die immer hier stehen, aufgebraucht. Und hier die ist auch Maria am letzten, das ist die, die jetzt aktuell hier steht. Ja, dann noch eine Sache, die hier steht, und ich zeige euch mal, da habe ich wieder einen Fehlgriff gemacht. Ich bin so ein Horst. Und zwar Schlüpfereinlagen, Freunde. Habe ich mir mal die mitgenommen, Always Dailies, Flexi-Style. Da stand nämlich hier New Flexi Style, ne? Und ich Spaten hab nicht auf die, was sind das? Auf das Fassungsvermögen geschaut. Fassungsvermögen geguckt, ist nämlich normal. Und was ist das? Zwei Kammern. Das ist schön. Also da war hier, ne, die haben nach oben gelegen. Das waren's. Okay. Ich zeige euch, dass das Make-up, was ich aufgebraucht habe, drin. Das sind die, die ich immer habe. Da. Da steht auch normal, aber die hat nur einen Punkt Fassungsvermögen. Und das sind die, die ich mag. Das sind nämlich die
die heißen auch Slim. Ich würde die Ultra Slim nennen, weil die, wie heißen die? Heißen die nicht auch Slim? Nee. Kleiner, schmäler als 2 mm. Kleiner gleich 2 mm. Hier, da. Das sind die. Und die sind noch schmäler. Das sieht man, da kann man durchgucken an der Seite. Und die habe ich immer, die habe ich mir jetzt auch wieder geholt. Aber die habe ich aus Versehen. Ja. Wie gesagt, also falls ihr da immer schön aufs Fassungsvermögen gucken, nicht nur auf das Wort normal achten, sondern auch auf die Punkte. Ja. Die waren jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, das ist mir... Die hole ich mir nicht nochmal. Das war ein Griff ins Klo. Die wollte ich nicht, jetzt habe ich aber wieder die, die ich gerne mag. Wir machen Masken jetzt mal zuerst, weil die liegen gerade hier. Freunde, ich habe dreimal hier meine Repair, Luvos Repair Maske. Da klebt es außen dran, ist ein bisschen eklig. Dreimal meine Lieblings Luvos Repair Maske aufgebraucht. Ich muss zu der noch echt was sagen, außer dass ich sie nicht finde. Ja, das ist keine Maske, aber liegt jetzt dabei. Baby-Reinigungstücher für Swatches entfernen oder wenn man mal, wenn man Make-up-Look geschminkt hat und macht sich zum Schluss einen Lippenstift drauf, wo man sich dann denkt, nein, dann, ne? Dann einmal aufgebraucht von Shavens, diese reinigende Maske mit grüner Tonerde und Pfefferminz. Die liebe ich ja auch, habe ich auch noch ein paar von. Dann, hier habe ich beim Action entdeckt, einmal eine Cuticle Mask mit Cucumber, also mit Gürkchen. Ne? Bei mir gingen die auf den kompletten Finger. Also es war eine komplette Fingermaske. Nicht nur Cuticle, ne, sondern das war ein Handschuh ohne Hand. So. Aber war ganz okay. Mein Gott, ich habe gedacht, komm, probierst du mal aus. Ich glaube, ich habe davon auch noch. Dann nagel mich nicht fest, von wem ich die bekommen habe. Habe ich einmal die aufgebraucht. Isana Moisture Tuchmaske mit Kaktusextrakt. War ganz okay, aber falls ihr mich schon länger verfolgt, Tuchmasken passen mir nicht. Krieg ich die Krise. Ja. Aber ansonsten war die ganz okay. Ich meine, das ist eine Einmalanwendung. Was soll ich nach einmal sagen? Mensch, ich habe eine neue Haut. Nein, ihr seht's. Ja. Dann, die habe ich von meinem Freund ja mal geschenkt bekommen. Ich habe gerade echt keinen Plan. Ist das Sugu Beauty, die hat er im DM gefunden, weil ich mag gute Tama. Und er hat gedacht, das ist ein Ei. Ist er nicht süß? Oh. Ja. War auch ganz okay. Dann, die habe ich, glaube ich, von Miss Jenny Dean bekommen. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Biokura Time to Relax Granatapfel. Ja, die ging noch, das sah noch annähernd aus wie Kätzchen. Ja, also war auch so okay, passt halt nicht richtig, aber die sah auch noch annähernd aus wie Kätzchen. Im Gegensatz, und wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das gesehen, wenn ihr das auch guckt, was ich da Dummes von mir gebe. Diese hier, ich glaube, die ist von Action. Die Selfie Mask, die habe ich auch mal bekommen. Und da ist so ein Schmetterling drauf. Und ich kam mir vor wie Rey Mysterio. Also, war witzig. Und da stand ja auch extra Hashtag Selfie Mask. Deswegen dachte ich mir, komm, muss ja machen, weil es steht ja in der Anleitung. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier mit die Shavens Peel-Off-Maske mit Hamamelis und Bisabolol. Wie heißt das? Bisabolol, Bisabolol, Bisabolol. Was ist das? Die war ganz okay. Die hat auch nicht so geziebt beim Ausziehen, beim Abziehen. Ja. Dann habe ich zweimal des Freundes Lieblingsmaske. Die Gold Lip Mask. Ja, wenn halt, ne? Ich meine, da musst du halt die Goschen halten. Geht ja nicht anders. Legst du auf die
Und dann ist halt Schicht im Schacht, ne? Ja. Zweimal die, auch ganz okay. Ich meine, die wird jetzt keine spröden Lippen, die aussehen wie die Wüste Gobi, retten, aber hey. Welche ich richtig cool fand und ich weiß auch noch, von wem ich die hab. Frau Unfug. Die Luvos Heilerde Zellaktivmaske mit Q10. Schöne und gesunde Haut. Wo gebe die? Nicht nur unbedingt an die Frau Unfug, sondern Schwarmwissen. Wo gebe die? Die fand ich richtig geil. Ich habe schon überall geguckt, ich habe sie nicht gefunden. Steht auch hier nicht. Amazon wahrscheinlich. Die fand ich richtig gut. Ist halt wieder Luvos, ne? Ich weiß ja auch nicht. Irgendwie ist hier Wasser. Also es ist kein Geschnürtel, irgendwo ist hier Wasser. Weil ich, wenn ich die komplett aufgebraucht habe und das Serum da rausgenötelt habe, dann steht die immer bei unserem Waschbecken. Und dann werden die halt auch mal nass. Welche ich auch cool fand, hätte ich mal zum Testen einfach mal mitgenommen, sind diese beiden hier. Die von Garnier Skin Active Hydra Bomb Augenmaske mit Orangenextrakt und Hyaluronsäure. Das sind einfach, ihr seht's, ne? So Schnötel, die man sich unten drunter macht. Aber ich finde die halt teuer für das, was da drin ist. Aber mein Gott, muss man auch nicht täglich machen, ne? Ja, also die fand ich gut. Und welche ich noch cooler fand, da kam ich mir nämlich vor wie von den Ninja Turtles. Oder wie Zorro. Ist diese hier. Mit Kokoswasser und Hyaluronsäure. Oh, die hier. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch richtig geil ist. Also bei Tuchmasken generell. Wenn mir die dann vorher nochmal an heißen Tagen in den Kühlschrank knallt. Also die fand ich richtig gut. Die werde ich mir irgendwann mal nachkaufen, weil ich will jetzt erstmal ein paar Masken aufbrauchen. Vor allem Tuchmasken, weil wie gesagt, das ist ja nicht so meins. Ich habe auch die aufgebraucht. Und da muss ich jetzt, ja, da ist irgendwo Wasser. Muss ich gleich mal kurz. Da muss ich jetzt sagen, hier steht nämlich kein Verrutschen. Und liebes Salthaus-Team, das unterschreibe ich. Also von allen Tuchmasken hat die mir am besten, ich will jetzt nicht sagen, die hat mir am besten gepasst, aber die ist danach nicht durchs Gesicht geflutscht. So. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also die hat richtig gut gehalten und auch die fand ich okay. So, jetzt mache ich mal kurz hier das Wasserchen weg. Kleine Überschwemmung auf meinem Tisch. So. Und jetzt nehmen wir mal kurz einen Schluck. Kaffeepause. Stößchen. Ah, damit mein Zuckerspiegel wieder aufgebaut wird. So, und jetzt geht's an die Tüte und die ist voll. Ich habe auch gebraucht. Von Balea Rasiergel einmal, warte mal, nee, das hier ist das ältere, ne? Peach Love mit dem Duft von Pfirsich und Zitrone. Und Sweet Passion nach Ananas und Passionsfrucht. Ich habe jetzt, wir waren eben im DM, ich habe mir jetzt wieder das geholt, was jetzt aktuell ist mit Kokos und Frangipani, glaube ich. Aber ich habe am liebsten das Rasiergel. Das mag ich am liebsten. So, dann einmal aufgebraucht. Meine Kontaktlinsenflüssigkeit. Mein Freund hat unter der Dusche aufgebraucht. Einmal Star Wars Empire. Und einmal X Dark Temptation. So eine große Pulle mit 400 ml. Mag er beide. Ich hole das jetzt in irgendeiner Reihenfolge daraus. Es ist jetzt nicht vorsortiert, weil, also, sonst mache ich, also, ich versuche mein nächstes Aufgebraucht nicht 5 Monate später zu drehen. Dann kann ich das auch wieder sortieren, weil dann stelle ich das hier wieder auf den Tisch. Aber, ja, liebe Freunde, das passt nicht. Das sieht irgendwie eklig aus. Einmal von Garnier Active mit Zellenreinigungswasser All in One. Speziell für empfindliche Haut und Augen. Ja. Das war ganz gut. Ich glaube, das war auch so ein Zwei-Phasen-Zeug. Jetzt habe ich ein anderes, das ist nicht zwei Phasen. Das finde ich kacke. Das holt ja fast gar nichts runter. Ey, oh Mann, das holt noch nicht mal normale Mascara richtig runter. Das ist ja, aber das fand ich gut. Eine Bürste von meinem Gesichtsreinigungsmopädchen, was ich in letzter Zeit so gut wie gar nicht benutze. Dann im DM entdeckt. Von Detox den Cleansing Foam.
der stinkt wie Bims. Der stinkt wie Bims. Das ist ekelhaft. Der stinkt wie Putzzeug. Bah. Bah. Ohne Witz. Keine Ahnung, riecht mal dran. Oder wenn ihr den selbst zu Hause habt, sagt mal, wie ihr das findet. Ich finde das abartig. Das war nicht schön, den aufzubrauen. Das kann ich euch sagen, aber ich habe es gemacht. Aber no, no. Dann haben wir einmal aufgebraucht von, kann man das, ja, Hydro 5. Das ist unser Rasierer. Also der Rasierer, mit dem ich mich rasiere. Ich benutze Männerrasierer, nicht so. Obwohl, dieser neue, wo man da hoch und runter, habt ihr da schon mal die Werbung von gesehen? Da kannst du jetzt in sämtliche, kannst du da hier so mir mit dem Besen, kannst du da über die Beine gehen. Aber die halten halt einfach nicht so lange, diese blöden Frauenrasierklingen. Ja, den habe ich und einmal aufgebraucht, die Rasierklingen davon. Und wir haben dieses Vibrier-Ding. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Kannst da Batterien reinmachen, vibriert das auch noch. Soll auch noch irgendwie viel, viel besser rasieren als ohne Vibration, was weiß ich. So. Einmal aussortiert oder aufgebraucht. Nagelfeile dies. Futsch. Dann einmal von Nivea. Hier klebt überall. Ich glaube, das sind alles Reste von dieser Luvos. Naja. Duschmoos Oh Dear. Duft von warmer Vanille und Tonkabohne. Hat gut gerochen. Auf jeden Fall. Fand ich, ging aber im Vergleich verdammt schnell leer. Aber gut. Was ich nicht gut fand, und das habe ich, das seht ihr, bei DM stand das an der Kasse im Ausverkauf. Wie heißt denn da die Firma? Fesch? Ist das die Firma? KTN. Neuberger Wiesbaden. Auf jeden Fall Melancholy Baby. Der Duft war richtig gut. Aber das Zeug ist wie Wasser. Da steht Shower Gel. Shower Water. Würde das machst du dir auf die Hand und bis du dann angefangen hast, ist die Hälfte schon wieder weg. Das ist wie Wasser. Das ist wie Wasser. Duft top, Konsistenz flop. Ciao. Isa in der Cremedusche Kaffee und Vanille mit sinnlichen Kaffee- und Vanilleduft. Sehr, sehr schön. Und das habe ich mir mal mitgenommen, das war auch geil. Von BB Sommerverliebt, fruchtiges Duschgel mit frischem Rhabarberduft. Habe ich mir mitgenommen. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wann ich das bei der lieben Moldavid gesehen habe, von CD eine Rhabarberdusche. Ist schon Ewigkeiten her, da hat sie es in die Kamera gehalten. Habe ich nicht gefunden. Nirgendwo. Seitdem gucke ich immer wieder bei CD. Jetzt habe ich das gesehen. Wenn ihr den Rhabarberduft mögt, holt euch das. Ausrufezeichen. So geil. So geil. Dann. Ja. Aber das ist halt der Vorteil von diesen Dingern. Kann man gut knautschen, damit alles rauskommt. Kneipp Aroma Pflegedusche, sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. Hat mir gut gefallen. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie Glücksklee. Aber es duftet nach Apfelsine. War schön. Noch was zum Duschen? Nö, ne? Doch. Mal hier. Das hatte ich noch von Barningen Caring Duschcreme mit Hafermilch und 5% schützender Cold Cream. Finde ich gut, mag ich. Finde ich aber irgendwann schwer rauszuknödeln. Aber das ist so ein cremiger Duft so. Cremig sauber. Kann man sich auch immer mal wieder angucken, ja? Dann hatte ich von Nivea 3-in-1 Urban Skin Detox Clay Wash. Reinigung, Peeling, Maske, Tiefenreinigung, mattiert und klärend. Ja, habe ich mal zwischendurch ausprobiert. Da ist auch, also das kriegt man nicht mehr richtig raus. Kommt jetzt fort. Ich knüttel da nicht dran rum. Also das, ich fand das jetzt auch nicht, dass ich gesagt hätte, holy camoli. Man hat es probiert. Ja, Punkt. Ne? Mein Freund hat aufgebraucht von Brisk 2-in-1 Bart Shampoo. Reinigt Barthaar sanft und macht es weich.
Stand in der Dusche, jetzt steht ein neues in der Dusche. Ja. Mit Teebaum und Zedernholzöl. Das riecht echt so. Ab und zu benutze ich das auch mal. Also nicht für mein Bad, sondern für mein Gesicht zum Reinigen. Wegen Teebaum. Dann hat mein Freund aufgebraucht. Sein Favorite Deo. Nivea Black and White Invisible. Ich habe aufgebraucht. Ich hatte es doch gerade. Das war geil. Und das hat ewig lange gehalten. Also im Vergleich zu anderen, ich weiß nicht, was Isana da macht. Kennt ihr diese kleinen Pullen, dieses Compressed? Dass diese kleinen Pullen, dass da genauso viel drin ist wie in diesen großen Pullen? Ich glaube, Isana hat das auf diese großen Pullen umgemünzt. Weil, also das hat Ewigkeiten gehalten. Habe ich ja von der lieben Cinderella Rockabella geschenkt bekommen. Das war geil. Das war richtig geil. So, dann habe ich noch als Deo aufgebraucht von Dove Summer Breeze. War gut. Wie gesagt, falls wer hier neu auf meinem Kanal ist, herzlich willkommen. Die Dinger benutze ich nicht zum Deo-Schutz. Das, was gleich kommt, benutze ich zum Deo-Schutz. Die benutze ich zum Nachlegen. Dann aus meiner Schultasche Adidas Control, so ein kleines. Ja, da nehme ich immer irgendeins, was ich gerade finde, was so klein ist. Das ist mir ja auch relativ wurscht. Hatte ich nicht noch ein Deo? Hallo. Na gut. Na gut. Dann machen wir jetzt mal meinen Deo-Schutz, und zwar das hier. Das hier habe ich noch sogar noch lieber. Rexona Maximum Protection Clean Scent. Das ist mein Favorite. Und das hole ich mir auch immer mal wieder. Das ist Confidence. Aber das hier ist mein Favorite. So. Jetzt habe ich aktuell, weil davon auch, also ich meine, ich bin ja auch irgendwann ist man ja ein Werbungsopfer. Und ich habe die ganze Zeit diese Hydrofugal-Werbung gesehen. Und dann dachte ich mir, komm. Punkt 1, es schützt nicht so wie das. Punkt 2, hier seht ihr das? Das hat so Löcher. Und also man kann jetzt, ich kann jetzt hier drehen, wie ich will, da kommt dann, aber man dreht das hoch und dann kommt aus diesen Löchelchen die Creme und dann kannst du das verschmieren. Bei diesem Hydrofugal, das ist rund oben wie eine Cremetube und in der Mitte ist ein Löchelchen. Dann drückst du drauf und dann kommt da diese Creme raus. Leute, guckt euch doch bei Rexona ab. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Vor allem, wenn da eine Luftblase drin ist. Und also ich mache das so, ich stehe da und drücke das vorsichtig hoch, dass es oben drauf liegt und dann benutze ich das. Wenn da eine Luftblase ist, macht das wie, man kennt's, man möchte an der Creme schnuppern und macht büpp, büpp, und dann kommt puff, oben raus. Und so macht es das auch. Und es ist total kacke zu verteilen. Also ich werde es aufbrauchen, dann gehe ich wieder zurück. Nee, nee, nee. Nee. Ich habe, und das ist jetzt, falls ihr meine letzten Videos gesehen habt, das sind jetzt meine letzten Bodylotion-Vorräte gewesen. Einmal diese hier, Dove Dermaspa intensiv verwöhnend für trockene Haut. Ich finde die gut. Alle, also ich habe jetzt noch nicht alle durchgetestet. Die riechen auch gut, die pflegen gut, kosten halt viel, aber die waren mal ausverkauft, mal irgendwann, glaube ich. Und diese beiden hatte ich noch aus dem Adventskalender. Einmal Ritual of Sakura finde ich geil und einmal Happy Buddha. Mega geil, ich irgendwann mal Geld zu viel. Die und die Bum Bum Creme. So, dann machen wir gerade Handcreme. Einmal von Barningen Lyca Nutritive Handcreme. War ganz okay, ist aber jetzt nichts, wo du danach weiterarbeiten kannst. Sonst. Kommt CSI Miami und findet überall deine Fingerabdrücke. Also das nicht. Ich check's nicht. O'Keeffe's, keine Ahnung, Working Hands, Handcreme. Also als allererstes gab es die in so einem Pöttchen. Und meine Mama hat davon geschwärmt ohne Ende. Und dann habe ich mir die geholt. Jetzt hier in der Tube, weil ich bin nicht so der. Für abends. Nö.
kaufe ich mir nicht wieder. Und es kommt noch ein Produkt von dieser Firma. Ich bin mit O'Keeffe's durch. Oder O'Keeffe's oder was auch immer. Dann noch eine Handcreme, die war aus meiner Schultasche. Isana Lovely Raspberry mit Himbeer- und Vanilleduft. Und ich habe dich eben gerade gesehen. Komm her. Die habe ich auch geschenkt bekommen. Die Eos, die hat nach Vanille gerochen. Die hatte ich dann danach in meiner Schulhandtasche. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt drin habe. Wir haben noch. So, dann habe ich einmal aufgerollt. Jetzt kommt so Haargedöns. Und das war tatsächlich... Das war bei einer Douglas-Bestellung, da hast du so eine durchsichtige Dien mit so Gedönse gekriegt. Und da war das dabei. Von Sexy Hair. Soy Tree Wheat Leave-In Conditioner. Jo. Schön. Noch ein extra Step, der nichts bringt. Das ist schön. Einmal das hier, das hole ich mir immer mal wieder. Von Balea das Tiefenreinigungsshampoo für alle Haartypen. Pflegeformel mit Keratin und Menthol. Finde ich gut. Mein Freunds Lieblingsshampoo. Sebamed Anti-Haarverlust Shampoo. Auch das mag er. Ich glaube, wir haben noch zwei. Es ist immer noch katastrophal, hier zum Rossmann zu kommen. Furchtbar. Ich habe einmal aufgebraucht von Garnier Wahre Schätze sanfte Hafermilch die Pflegespülung. Finde ich nach wie vor immer gut. Mag ich. Dann von Garnier Wahre Schätze das Feuchtigkeitsshampoo. Ach so, für, ich weiß, ich wiederhole mich, für die, die mich jetzt, also für die, die mich regelmäßig gucken und schon länger verfolgen, die denken, können jetzt mitsprechen, für alle Neuen. Ich habe mehrere Sachen unter der Dusche stehen. Nicht immer nur eins. Mehrere Sachen. Weißt du, für die tägliche Abwechslung. Wonach ist hier gerade die Schnute? So, das hier, das war auch ganz okay. Ja. Nichts, wo ich jetzt sage, Halleluja. Dann hatte ich einmal das hier. Pure Frische mit grünem Apfelduft. Das war super lecker. Das muss ich sagen. Super lecker. Sehr, sehr lecker. Und das ist vor kurzem, vorgestern leer gegangen, von Balea Shampoo Hawaiian Beach. Hat auch gut gerochen. Aber ich muss sagen, also hier, diese... Ich habe da, ey, manchmal habe ich mir da echt einen abgekämpft, bis ich diesen Verschluss da auf hatte. Help me! Stehst du da und kriegst es nicht. Jetzt habe ich mich eingesetzt. Stehst du da ohne die Dusche und dann kriegst es nicht auf. Das sind ja so Momente im Leben, ne? Spontanes Tourette. Naja. Dann eine Sache. Endlich ist sie aufgebraucht. Meine Nerven. Von Nivea. Das Trockenshampoo. Und das hatte ich mir geholt, als ich meine Haare das erste Mal wieder so hell gemacht habe. Weil da steht ja helle Haartöne. Schreibt doch bitte drauf, weiße Haare. Weil also ich finde, ich habe, und wie gesagt, da hatte ich, ich meine, jetzt ist hier oben immer noch dunkler, weil wir haben ja nur Strähnchen reingezogen. Aber als ich die komplett frisch hatte, war das hier oben hell. Alles hell. Hell. Meiner Meinung nach. Das ist doch hell. Ist das hell? Für mich ist das hell. Und das habe ich drauf gemacht und dann war das noch heller. Das hat man auf meinen Haaren gesehen. Wie hellblond muss man sein? Wie hellblond muss man für dieses Zeug sein? Das ist nicht hell für Nivea. Nein. Ja, ich habe es dann aufgebraucht. Immer dann, wenn es mir egal war. Weißt du, morgens zum Sport. Ich dusche ja nicht vor dem Sport. Ich dusche meistens nach dem Sport. Und wenn ich die Chance habe, morgens zu gehen, stehe ich auf, trinke meinen Kaffee, mache mich fertig und dann fahre ich zum Sport, komme heim und dusche dann. Dann habe ich das vorher einfach reingemacht, damit es einfach leer ging. Jetzt nicht, weil ich es gebraucht hätte, sondern weil ich gedacht habe, was sollst du denn sonst reinmachen? Ich bin auch mit dem Thema Trockenshampoo jetzt durch, glaube ich. Ich sage bewusst, glaube ich. Die haben einmal aufgebraucht, beziehungsweise hauptsächlich mein Freund von Cien, den Power Haarlack. Den habe ich nur geholt, den brauchte ich für, also ich brauchte Haarspray.
Für die Projektwoche in der Schule. Und ich wollte ja jetzt nicht mordsmäßig teures Haarspray holen. Und dann war ich im Lidl und dann habe ich das jetzt einfach mitgenommen. Und das wurde halt nicht leer. Ich hatte 3 Pullen. 2 davon wurden halt nicht leer. Und dann hat mir die halt noch zu Hause. Jetzt haben wir die aufgebraucht. Aber das ist jetzt, also das muss ich sagen, das ist jetzt nichts. Es riecht auch nicht gut. Im Gegensatz zu dem, das fand er gut, von Taff Power Haarlack. Mega starker Halt, das ist auch so ein XL, 300 ml, das ist ein riesen Gerätchen, das fand er gut. Ja. April war das letzte Mal. Das ist mein Lieblingsschaumfestiger. Falls ihr mich jetzt schon seit einer Weile verfolgt, dann wisst ihr das. Taff Power, Powerhalt und Kaschmir gleiche Geschmeidigkeit, Kaschmir Touch. Der hier. 3-mal. Mein Teekischbrot. Hm? Hört ihr? Da ist bestimmt noch so viel drin. Das Zeug. Das. Nee. Taft Fullness Mousse habe ich beim Action mitgenommen, weil ich war beim Action zu dem Zeitpunkt und brauchte Haarschaum und dachte, komm, nimmst du den mit. Wenn ihr den, also wenn ich den reingemacht habe und egal wie wenig ich davon reingemacht habe, ja, also wenn meine Haare dann trocken waren, haben die sich im trockenen Zustand verklebt. Nee. Nee, nee, danke. Deswegen sortiere ich den jetzt aus. Normalerweise brauche ich Haarschaum, auch wenn er nicht so gut ist, auf, aber das ging absolut überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, no go. Das ist auch aufgebraucht. Habe ich mir irgendwann mal geholt, weil ich ein kleines brauchte. Ja, jetzt stand es noch darum. Jetzt haben wir es aufgebraucht. So, jetzt kommt noch Kleinkram. Oh, ich hol's mal auf die. Nee, geht ja gar nicht. Die Tasche ist zu groß für meinen. Machen wir mal Zahnpflege. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, für die lange Zeit ist es wenig Zahnpflege, ja. Weil ich aktuell 3 oder 4 Zahnpasten offen habe und da auch durchwechsel. Keine Ahnung, ich habe die eine gesehen. Ich habe mir die Iona mal wieder gekauft. Kennt ihr die? Die rote kleine Kindheitserinnerung. So scharf ist die irgendwie gar nicht mehr. Ich hatte die schärfe Erinnerung. Ja, auf jeden Fall ist die da, dann ist die Extreme Clean da, dann ist da noch eins. Auch dass man da mal die Abwechslung hat, ne? Die Zähne müssen sich ja an nichts gewöhnen hier. Ich brauche eine kleine Mundspülung, dann hole ich eigentlich immer die. Oder wenn man mal irgendwas hat. Ja. Genauso wie hier die. Dann braucht er eine kleine Reisezahnpasta. Dann haben wir die. Die war jetzt nicht so. Die war mir zu. Dieses, die Colgate Pro Gum Health. Die war mir zu wenig. Also so ein bisschen Bums muss den Zahnpasta schon haben. Das war ja fast nichts. Und das hier ist meine Lieblings. Ich habe jetzt, da gibt es 2 Sorten von. Odol mit 3 Extreme Clean. Da gibt es 2 von Sorten. Einmal die und einmal eine grüne. Aktuell haben wir die grüne. Die mag ich aber lieber. Das habe ich jetzt festgestellt, weil jetzt habe ich mal die grüne geholt. Nein, lila. Lila, Odol mit 3 Extreme Clean. Das ist meine Lieblingszahnpasta. So. Dann. Ich wurde ja vor einiger Zeit, war ich ja bei einer Kollegin, meiner Kosmetikerin, die hat ja Hautanalyse und bliblablub und neue Produkte und hier und da. Und das ist die Marke. Ich habe immer Yvonne gesagt, das heißt aber Vion. Das war das Tagespflege. Scheiße teuer. Toll. Kaufe ich mir nicht nach. Kaufe ich mir nicht. Ich habe jetzt davon noch die Nachtcreme und Gesichtsreinigungszeug und einen Toner. Und wer mich kennt, weiß, wie schnell ich durch so ein Gesichtswäschchen durch bin. Ist alles für den Arsch, wo wir beim Thema sind. Feuchtes Klopapier. Einmal sanften sicher Shea Love, war so ein Doppelpack.
Und zweimal Tempo, einmal Aloe Vera, einmal Tiefseemineralien. Feuchtes Klopapier. Ne? Dann sieht hier unten, ach nee, das ist okay. Einmal, die sind noch vom Primark Wattepads. Und einmal Evelyn Wattepads. Sind leer gegangen. Dann von Evelyn die Wattestäbchen, die habe ich ja, die fülle ich ja immer nach. Also die sind nicht aufgebraucht, die sind halt jetzt nachgefüllt. Dann eine Seife. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine Handseife mehr. Wir haben jetzt die, da gab es doch mal hier diese Balea LE, wo auch hier das drin war mit dem Axolotl. Ich liebe das Ding. Ich liebe Axolotl. Und da gab es auch eine Handseife mit einem Elefanten. Die haben wir jetzt. Die hatten wir davor, weil wir halt immer noch Seifenstücke haben. Also ich glaube, wir haben jetzt das vorletzte. Dann haben wir das auch gepeelt. Dann Tempos. Ne? Schnupfi, Heuschnupfi, so ein Scheißi. Soft und sicher, das sind glaube ich die Classic, ohne irgendein Gedönse. Und das hier ist die neue LE Shea Love. Die mag ich ganz gerne. Haben wir auch wieder. Zweimal. Dann haben wir hier noch einen Deckel. Wahrscheinlich von dem Haarschaum, den ich aussortiert habe. Tschüssikowski. Dann sind nur noch zwei Sachen. Ach nee, und dann noch mein Make-up. Ha, ha, ha. Oh Freunde, ich krieg die jetzt nicht an in die Hand. Ah. Kontaktlinsen. Drei von jeder Seite. Aufgebraucht. Und da müssen wir jetzt auch gucken. Da fehlt nämlich einiges an Dioptrien. Und vor allen Dingen sind bei diesen Kontaktlinsen ist die Hornhautverkrümmung nicht mit drin. Top. Und leer gegangen. Das habe ich ja geschenkt bekommen von Bath & Body Works. Sind das, da habe ich jetzt noch, die stehen in meinem Engelsglas da oben. Noch so Duft, da kann man ja sein Parfüm so reinmachen. Und hier war drin Winterberry Wonder. Habe ich ja von der lieben Katja bekommen. Und Winterberry Wonder ist schon leer. Ja. Aber das, also das Teil hebe ich auf. Das schmeiße ich jetzt nicht weg, weil das, ne, kommt daneben hin. Aber ich wollte halt zeigen, dass es aufgebraucht ist. Und bisher, also ich habe alle schon durchprobiert. Die riechen alle geil. Was ist das? Warum? So, Eulchentüte ist leer. Jetzt kommt noch Make-up. Und das hebe ich ja auch auf, weil das ganze Make-up, was ich aufbrauche, das will ich ja zum am Ende des Jahres. Ne? Einmal von Essence Prime and Last Daily Diaries, der Matte, das Mattifying Primer Gel ist leer gegangen. Keine Panik. Dann einmal von Manhattan Clear Face Compact Powder in der 70 Vanilla. Geht auch bald wieder leer. In letzter Zeit benutze ich halt hauptsächlich für den Alltag Puder. Dann einmal auf, ich habe eine Foundation aufgebraucht, Freunde. Fit Me Madame Poreless die 100. Finde ich gut. Dann, der ist nicht aufgebraucht, der ist jetzt hat ihn die Katze gefetzt. Von La Haye, dieser Make-up-Pinselreiniger. Ich weiß nicht, wie das kenne ich das. Also den hat es zerfetzt. Ich weiß nicht, was das mit dieser Art von Schwamm ist, aber das liebt sie. Und wenn sie das in die Finger kriegt oder ins Mäulchen kriegt, dann ist das Ding hin. Na gut, Gott sei Dank, die kann von Glück reden, dass ich noch einen auf Vorrat hatte und dass es die Dinger ja jetzt auch in der Drogerie zu kaufen gibt. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier aus dieser, wie hießen die? Bam Brow LE von Catrice, den Brow Pro Pen. Das war ja hier, ja, kann man nicht mehr drehen. Nee. Und hier mit dieser Schuhbürst. Ja. Den habe ich aufgebraucht. Kann ich eigentlich auch wieder. Ja. Dann habe ich drei Mascaren aufgebraucht. Einmal Mini-Mascaren.
einmal die Mini Roller Lash. Ich finde die nach wie vor richtig gut. Das ist ja die hier mit diesem Gummibürstchen so geschwungen. Dann einmal die Full Exposure von Smashbox. Die hat ein ganz normales Bürstchen. So eins. Ein Riesending. Und dann Dior Show Mascara von Dior. Bis ich daraus hatte, die muss man nämlich einfach nur aufziehen. Ja, die hat beim Abschminken im Auge gebrannt. Also als sie drauf war, kein Problem, aber beim Abschminken hat die gebrannt. So, und jetzt kommen noch vier aussortierte Sachen. Einmal sortiere ich hier, ich habe es echt versucht, aber seht ihr, wie der sich anspitzen lässt? Dieses Drecksding. Und dann gehst du dir damit drüber und dann hast du da so ein, hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da liegt auch so ein Splitter mit oben drauf und boah. Das kommt jetzt weg. Und dann sind mir hier die beiden gekippt von Colourpop. Die habe ich mir mal bei Kleiderkreisel bestellt zum Testen. Ultra Satin Lip, einmal, hier ist glaube ich Frickin' Frack. Und das hier ist Strip, die stinken. Ja, also die beiden sortiere ich aus. Das ist jetzt. Und das letzte. Ja, kommen wir nochmal zu O'Keeffe's. Das Ding habe ich mir geholt. Lip Repair. Ich fand den nicht schlecht. Das ist es nett. Aber wie lange habe ich den? Den habe ich mir jedes Jahr irgendwann geholt. Der stinkt wie Käsefüße. Der ist gekippt und das stinkt so abartig. Ekelhaft. Ekelhaft kaufe ich mir nicht nochmal. Nein, nein. Was hat der gekostet? 10 Euro oder so? Scheiße teuer, das Ding für ein Labello, wenn du es so willst. Ne? Das ist ein Lippenpflegestift. Kaufe ich mir nicht nochmal. Ich bin mit der Marke durch. Es reicht. Hui. So. Guck nochmal rum. Ich hier den ganzen Make-up-Kram, den mache ich gerade wieder hier rein. Damit das nicht vergesse. Ach ne, das Pinselreinigungsmopädchen. Damit ich das nicht vergesse. Ja. Das war's. Boah, endlich kommt das da weg. War schon ein abenteuerlich. Habt ihr noch Zeit? Wenn nicht, macht er halt aus. Ich war ja eben im DM. Mir einiges geholt. Eine Foundation aufgebraucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt will ich es wissen. Ich habe mir von L'Oreal die Perfect Match Foundation gekauft. Und als ich daheim war, habe ich erstmal ein bisschen Panik bekommen, weil seht ihr, das sieht man hier, ne? Dieses Pearly Pink, Pearly Schimmer. Ich habe gedacht, ist das jetzt nervig? Ich glaube, das ist die Flasche. Weil ich sehe es nicht. Ich habe sie nämlich schon getestet. Ich trage es aktuell. Aha. Aber die ist verdammt flüssig. Holla the Wood Fairy. Die ist extrem flüssig. Aber bisher. Und ich hätte gedacht, die ist teurer. Was hat die gekostet? 7, 8 Euro? Also ich hätte jetzt gedacht, die wäre noch teurer. Es ging. Ja, die habe ich mir geholt. Dann. Und ich meine, ich hätte es in einem Video schon mal erwähnt. Von Maybelline, Lasting Fix Make-up Setting Spray up to 16-Hour Wear and Matte Finish. Das habe ich bei Douglas schon entdeckt und jetzt habe ich es auch im DM entdeckt. Und jetzt habe ich gedacht, das nehme ich mit, kostet um die 8 Euro. Habe ich auch schon getestet. Mal abwarten, bisher bin ich noch einigermaßen matt. Ne? Das habe ich mir mitgenommen. Dann, wenn ich jetzt alles zurecht finde, zeige ich euch alles, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Moment. Stehen wir mal für auf. Upsi. Evelyn Pinsel LE. Einmal den Puderpinsel. Ich finde, also ich bin jetzt nicht so dieser Blumenmädchen-Blabla-Typ, ja. Falls man das weiß nicht. Aber da sind so Blümchen drin, das finde ich echt süß. Also einmal den Puderpinsel mitgenommen.
einmal den Rougepinsel mitgenommen. Zweimal den Blenderpinsel mitgenommen. Und einmal den Präzisionspinsel mitgenommen. Because I'm a victim. And I love Evelyn Pinsel LEs. Bin mit dem Finger auf die Heizplatte gekommen. Dann mitgenommen. Und damit habe ich heute mein Make-up geschminkt. Also aus der Essence Summer Days and Nights, die Eyeshadow Palette. Das ist ein Riesenklopper, muss ich sagen. Geile Brillenabdrücke. I love it. I love it. Finde ich gut. Dann random, das habe ich geschenkt bekommen. Das hatte meine Schwiegermama im Spee noch in ihrer Schublade und hat, also es war noch komplett eingepackt. Hat sie gesagt, willst du es haben? Ich so, ja, wieso nicht? Von Aldort. Und das hier ist so ein, ihr seht's, ne? Das ist so ein Wachs. Soll ein Highlighter sein, das verstehe ich nicht. Aber die anderen, also ich sag mal, da kannst du keinen eigenständigen Look mitmachen. Das ist halt so ein Schimmer, Lidschatten, den du kombinierst. Dann habe ich mir heute mitgenommen ein neues Schwämmchen von Real Techniques. Musste mal wieder sein. Ich überlege. Ich trinke einen Schluck Kaffee und überlege weiter. Neuen Rasierschaum habe ich mir gekauft, steht aber jetzt in der Küche. Soll ich das holen? Ich guck mal. Ich muss mal hier schieben, weil ich habe hier den gelben Sack stehen gehabt. So. Au, So, Moment. Also, davon habe ich gerade eben gesprochen. Das Neue ist das hier. Rasiergel Exotic Coco duftet nach Kokos und Frangipani. Keine Ahnung, riecht man da was? Riecht man nichts durch. Ist egal, Rasiergel. Dann einmal das hier. Da habe ich jetzt aktuell, also das ist hier so ein 3-in-1 Gerät. Shampoo, Spülung, Intensivkur. Feines, plattes Haar. Aktuell habe ich nur das Volumen Shampoo. Nur Shampoo, nicht 3-in-1, ne? Dachte ich, probiere es das mal aus. Ich habe ja auch das feste Shampoo. Es ist gut, aber das ist irgendwie mit diesem Seifenstück, ich weiß nicht. Dann will ich das mal testen. Das war jetzt von diesen Purple Shampoos, die ich jetzt so entdeckt habe, das teuerste. Von L'Oréal Paris El Vital Color Glanz Purple Shampoo gegen, also für, oder Anti? Nee. Gegen Anti-Gelbstich? Nee, für Anti-Gelbstich. Anti-Gelbstich, gegen den Gelbstich, Herrgott. Ja. Mal gucken, wie das so ist. Wahrscheinlich lila. Ja. Dann hat sich mein Freund mitgenommen, einmal von Brisk, Haarstyling Haargel. Von Weitem sah das aus mit Hopfenextrakt. Nur For Men steht da oben. For Men. Von Weitem sah das aus wie Schuhcreme. Naja. Dann hat er sich mal ein neues Haarspray ausgesucht. Und zwar wollte er mal hier das haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht schon mal hatten. Weiß nicht. L'Oréal Paris Studio Line Spurenlos FX Styling Spray. Hat er sich ausgesucht. Habe ich gesagt, jo, ist gut. Dann, und die Farbe, die habe ich jetzt schon, also bin ich jetzt ein paar Mal drum herum gelatscht, ja. Und jetzt habe ich gedacht, heute nimmst du sie mit. Das ist ein Nagellack von Essie. In Knallpink. Übrigens, meine Nägel, ich muss die wieder lackieren. Das ist ja furchtbar. Und die Farbe heißt, also die steht aktuell, ist da oben so ein Special-Aufsteller. Strike a Rose. Kann man es erkennen? Keine Ahnung. Strike a Rose heißt die. Fand ich geil. So. Jetzt kommen noch drei Sachen. Yeah. Bei uns hatten sie die neuen Catrice-Sachen schon. Und das ist das, was ich auf den Lippen trage.
Und zwar aus der Demi Matte Lipstick Reihe. Die Nummer 100 Nude Crush Everyday. Und so sieht die Verpackung aus. Also ich finde die richtig cool. Popelaufkleber. Aber ich finde die richtig. Und hier sieht man es. Demi Matte 100. Und es ist diese Farbe. Und die haben, das hatten die Matten bei Catrice auch, diese komische Sandpapieroberfläche. Und so sieht die Form jetzt aus. Und also ich sag mal, ihr seht nie auf meinen Lippen. Ich finde den, riecht süßlich ein bisschen. Es ist so, also das könnte so eine Alltagsfarbe für mich werden, ne? So. Und dann hatte ich ja schon in einem Video angesprochen von den L'Oréal Le Macaron, dass mir da die eine Farbe nicht mehr aus dem Kopf ging. Dieses Erdbeerrot. Und scheinbar wurde ich getriggert durch den Namen, die riechen doch nicht nach Erdbeere. Ich habe mir jetzt mitgenommen, das ist die 832 Strawberry Sauvage. Sauvage. Die Sauwaage. Zeigt wieder viel zu viel. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das, ich kann es euch auch nicht zeigen, es ist viel zu klein. Also Sau. Und dann Waage wie... Also ich habe eine Waage, Vermutung so. Ja, weiß ich. Das ist er. Ich mache da mal einen Swatch auf, wenn ich meinem Leben da nicht mehr abkriege. Ist jetzt nicht der schönste Swatch. Da. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, liebe Freunde. Und dann kam so ein Nordlicht. Und dieses Nordlicht und ich, wir haben da so ein Ding am Laufen. Ne? Und dieses Nordlicht auch einen von den Macaron gekauft und hat halt auch gesagt, da gab es auch ein Rot, aber Rot hat man ja, also ich glaube, sie hat Rot zum Get-No. Es gibt keinen Rotton, den sie, glaube ich, nicht hat. Und ihr steht das auch so gut. Und das auch. Und ich hoffe, mir steht es genauso gut, denn sie hat mich nämlich angefixt. Frau Unfug. So, toll. Voll verkackt. Oh. Ultimate Matte Le Macaron, und zwar ist das die 830, Gott, oh Gott, Black Currant Crush. Ja, bei Frau Unfug gesehen. Was soll ich denn noch sagen? Was? Muss nur sagen, nix. Und ich hoffe einfach nur, dass der genauso geil an mir aussieht wie an ihr. Ich wollte ihn ja auch heute testen, aber ich glaube, das hätte zum Augen-Make-up. Das wäre wieder so ein, ne, da brauchst du wieder so ein, wenn du den Lippenstift zum Schluss aufträgst, dann denkst du, das passt so herzlich gar nicht. Das wäre so ein Moment wahrscheinlich gewesen. Deswegen habe ich ihn nicht benutzt. Ja. Was soll ich sagen? Ich finde die Teile und ich stimme Frau Unfug zu 100% zu. Sie hat auch gesagt, das sind die besten Liquid Lipsticks aus der Drogerie. Amen. Ich habe auch, und ich finde die auch gut, die Maybelline Matte Inks. Falls ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, wie viele ich von den Teilen habe. Die sind geiler. Matte Inks, super, super. Die sind noch ein Ticken geiler. Also das sind auch meiner Meinung nach die besten Liquid Lipsticks aus der Drogerie. So. Ich würde sagen, mit dieser Predigt beende ich das Video. Ich trinke aber noch einen Schluck Kaffee. Der übrigens super warm ist. Nochmal vielen, vielen Dank, Alex, für dieses geile Geschenk. Warmen Kaffee nach einem 54-minütigen Video noch zu trinken. Live Goals. Und der ist richtig. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lilly, der war richtig warm. Jo. Was kommt die nächste Zeit? Ich dachte, so ein Get Ready With Me. Ne, das kann man ja immer mal so ein...
Nee, da kann ich dann auch mal die live zeigen. Das Fixing Spray, wobei das ist jetzt nicht. Übrigens auf meinen Augen, auch wenn man es nicht meint, es ist dieses Tattoo Prouding. Dieses. Das hier. Mittlerweile zu 98%, also in 98% der Fällen kriege ich gut hin, dass es nicht Edding ist. Ja, dann wurde sich ein Wootbox-Unboxing gewünscht. Die neue Wootbox kam jetzt endlich. Die hatte wieder Verspätung. Das wird kommen. Primer Call wird kommen. Ich war schon mit meinem Freund, aber ihr kennt es, ich fahre ja immer zweimal. Einmal mit meinem Freund, wenn der Urlaub hat, und einmal mit meiner Mama, wenn die Urlaub hat. also das wird kommen. Ja. Und dann noch dieses Gespiegel hier. Und dann, falls ihr Wünsche habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.